So, hallihallo Leute, willkommen zum Let's Play von Pokémon Mond. Ja, oh, ich freue mich riesig auf dieses Let's Play. Das erste große Let's Play hier auf dem Kanal. Wir haben ja schon mal eine Nuzlocke angefangen mit Pokémon Kristall. Aber ja, es ist nicht ganz das gleiche hier. Wir haben jetzt hier einen Super Capture Card 3DS, wo wir das aufnehmen können. Ich habe endlich ein Programm, das das Ganze sauber auf meinem Mac darstellen kann. Und mit QuickTime lässt sich das sehr, sehr gut aufnehmen. Ja, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange. Wir legen einfach los, weil gerade der erste Part hier, der wird recht, ja, intensiv werden. Wir haben hier viel zu lesen, viel zu erfahren. Also lasst uns gleich einsteigen. Und da klingelt auch schon unser, ja, weiß gar nicht, was es ist. Du erhältst einen Anruf von Professor Kukui aus der Alola-Region. Diese Musik ist auch super. Ein Augenblick. Abend. Es dauert nicht mehr lange, bis du nach Alola ziehst. Die Alola-Region besteht aus mehreren Inseln. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es hier so viele seltene Pokémon gibt. Die Alola-Region ist die Heimat vieler Wesen, die Pokémon genannt werden. Pokémon sind wirklich einzigartige Lebewesen. Sie halten sich im hohen Gras auf, in Höhlen, am Himmel, im Meer, einfach überall. Pokémon und Menschen helfen einander aus und leben in Harmonie miteinander. Manche Leute werden zu Pokémon-Trainern und lassen ihre Pokémon gegeneinander kämpfen. Wuffles, ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Ich stecke mitten in einem wichtigen Gespräch. Ist dieses Wuffles nicht süß? Ich brauche einen Wuffles. Oh, cool. Ich hätte ein paar Fragen an dich, um den Leuten in Alola mehr von dir erzählen zu können. Welches dieser Fotos stammt nochmal gleich von dir? Ja, wir dürfen jetzt also hier aus diesen 8 Bildern unser, ja, Aussehen quasi bestimmen. Ich glaube, wir können das sogar später im Spielverlauf dann noch anpassen, wie in XY auch. Ich habe lange überlegt, was ich nehmen soll. Ich habe mich dann aber doch dazu entschieden, für das Let's Play hier das genauso zu machen, wie ich das auf meinen privaten Pokémon-Spielen auch mache. Ich entscheide mich für den weiblichen Charakter. Ja, man kann es da viel reininterpretieren. Ich finde es angenehmer für die ganze Spielzeit, ein weibliches Figürchen zu haben, das wir da über den Bildschirm lenken, als ein männliches. Ist doch hübscher anzusehen, wenn ihr mich fragt. Naja, egal. Jedenfalls, wir schnappen uns das hier. Das sind wir. Können wir mal den Namen buchstabieren? Ja, können wir machen. Wenn er dann nicht den gleich wieder vergisst, wie das Professor Eich immer gemacht hat. Und auch hier bleibe ich, glaube ich, meinem privaten Pokémon-Traditionchen treu und benenne meine Spielfigur nach Alexis Rhodes aus Yu-Gi-Oh! GX, eine meiner absoluten Lieblingsfiguren. So. Alexis, habe ich das richtig notiert? Ja, das ist richtig. Ah, das sieht doch ganz nett aus. Alles klar, jetzt habe ich alle Infos, die ich brauche. Cool. Alexis. Oh, das ist ein Pepek. Toll, der Name schlägt ein wie ein Donnerblitz. Ja, genau. Ich freue mich schon darauf, dich persönlich willkommen heißen zu dürfen. Oh, dieses Wuffles mit diesen blauen Augen. Es ist so toll. Ich brauche einen Wuffles. Leute, das ist das Erste, was wir fangen werden, nachdem wir unseren Starter haben. Ein Wuffles. Hey Alexis, hilfst du mir bitte bei den Vorbereitungen für den Umzug? Okay. Softdrink, das am Computer dran sah aus wie ein Trackpad mit Kabel. Okay, habe ich hier neben mir stehen. Zwar ohne Kabel, aber sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Mac und Windows Computer. Witzig. Naja, also, was sind wir da? Da rennt wohl jemand davon. Da versteckt sich was. Ui.
Und da ist Endstation. Was sie jetzt wohl tut? Okay. Da fängt es an zu leuchten. Nice. Pokémon Mond, presented by Game Freak. Ich freue mich so drauf, das mit euch zu spielen. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Das wird so toll. 3 Monate später. Hier haben wir die erste Insel von Alola in der Nacht. Und es sieht einfach nur göttlich aus. Kamerafahrt. Wohin geht's? Okay. Oh, das ist wieder ein Wuffels. Ihr seht schon, das könnte eines meiner neuen Lieblings-Pokémon werden. Ich liebe Wuffels. Wow. Ist das nicht herrlich idyllisch? Unser erster richtiger Abend unter dem Mond. Sein sanfter Schein ist ja so beruhigend. Na gut, es wird Zeit, die Umzugskartons auszupacken. Mauzi, gehst du bitte Alexis holen? Mauz! Okay, wir haben Mauzi im Haus. Das ist ja mal cool. Unser persönliches Haus, Mauzi. Das ist wohl unser Zimmer. Da ist eine Pikachu-Puppe. Und ein Ditto-Sitzsack. Das ist auch cool. Da ist eine Wii U. Coolen Fernseher haben wir da. Schönen Schreibtisch. Ah, da sind wir auch schon. Warum liegen wir denn auf der Decke? Na egal. Miauz! Ich glaube, das soll heißen, steh endlich auf, du fauler Sack. Machen wir doch auch gleich. So, und wir machen die ersten Schritte hier in der Vollversion von Pokémon Mond. Ja, ich habe mich gegen Sonne entschieden und für Mond. Mal schauen, ich werde Sonne dann sicherlich privat auch spielen und vielleicht machen wir dann irgendwie mal eine Nuzlocke oder so in Pokémon Sonne. Und das ist unser Wohnzimmer, Schrägstrich Küche, sieht ganz nett aus, auch da steht wieder ein riesen Fernseher. Du hast tief und fest geschlafen, was? Jetzt strotzt du sicher nur so vor Energie. Und Alexis, freust du dich schon auf Alolas Pokémon? Ja, und ob? Was ist das denn für eine Frage? Das lobe ich mir. Ich würde ja auch viel lieber rausgehen, als hier die Kartons auszuräumen. Wir leben jetzt schließlich in der Alola-Region, einem Inselparadies, das viele Touristen anzieht. Da werden auch die einheimischen Pokémon bestimmt alle total lieb sein. Ganz sicher. Oh, da hat's geklingelt. Oh, es hat an der Tür geklingelt. Das kann eigentlich nur Professor Kukui sein. Machst du ihn bitte auf, Alexis? Ja, gehen wir mal schauen. Ja, der lässt sich einfach selbst mal rein. Okay. Hallo Alexis, ich bin Professor Kukui. Endlich lerne ich dich persönlich kennen. Freut mich sehr. Die Reise nach Alola war bestimmt anstrengend und lang. Was? Kommst du mit der Zeitverschiebung zurecht? Alola und Kanto sind ja ganz schön weit voneinander entfernt. Für dich fühlt es sich bestimmt noch nicht wie Abend an, oder? Ja doch, es ist jetzt knapp 11 Uhr. Es ist schon Abend. Hallo, Professor Kukui. Wir sind gestern in Alola eingetroffen. Ah, die Dame des Hauses. Ich war so frei, mich selbst hereinzulassen. Ach, und das mit dem Professor lassen wir lieber, wenn's recht ist. Warum denn so formell? Duzen wir uns doch einfach. Ich heiße euch herzlich in Alola willkommen. Vielen Dank. Ich erinnere mich noch gut daran, wie sie, ich meine natürlich du, damals gegen die Arenaleiter von Kanto gekämpft hast. Als wäre es gestern gewesen. Seitdem faszinieren mich die Pokémon der Alola-Region und jetzt bin ich endlich hier. Ja, ich war damals in Kanto, um dort Pokémon-Attacken zu erforschen. Aber obwohl ich schon viel über das Thema wusste, haben mich die Arenaleiter ganz schön aussehen lassen. Aber genug von Kanto. Komm doch mit mir, Alexis. Lass uns die Nachbarstadt besuchen. Dort kannst du den Inselkönig treffen und mit etwas Glück erhältst du auch ein Pokémon. Oh.
Ja, der Inselkönig gibt allen Kindern in Lili oder Lilii, die bereit sind, sich einem großen Abenteuer zu stellen, liebend gern ihr erstes Pokémon. Er ist übrigens ein äußerst starker und erfahrener Pokémon-Trainer. Nur wenige können ihm im Kampf das Wasser reichen. Na sowas, und sie bekommt echt ein Pokémon von ihm? Der Inselkönig ist ja wirklich nett. Worauf wartest du noch, Alexis? Geh und hol schnell deine Sachen. Deine Mütze und dein Beutel findest du in einem Umzugskarton in deinem Zimmer. Ach, und vergiss nicht, einen Blick in deine Abenteuerfibel zu werfen. Ich glaube, sie liegt auf dem Schreibtisch. Das ist definitiv das Letzte, was wir tun, in diese Bibel reinschauen. Und in diese Fibel, Entschuldigung. Oh, na dann bin ich mal gespannt, was für eine Mütze du trägst. Was haben wir denn für eine Mütze? Ich sehe jetzt hier zwei Zimmer. Und tatsächlich hat sie in einem Pokémon-Spiel mal die Mutter von der Spielfigur ihr eigenes Zimmer. Normalerweise war es so ein zweistöckiges Gebäude. Oben war unser Zimmer und unten die Küche / Wohnzimmer. Und ja, irgendwie die Mutter schlief dann auf dem Herd. Ich weiß nicht. Also, da hat man definitiv nachgebessert. Cool. Du durchwühlst die Umzugskiste und findest deine Mütze und deinen Beutel. Juhu! Ziemlich kurze Hosen haben wir da. Okay, die Mütze ist gewöhnungsbedürftig. Die scheint sich gut zu verstehen. Sieht so aus, als wärst du reisefertig. Viel Spaß! Keine Sorge, die restlichen Kisten kann ich alleine auspacken. Ich will ja, dass sich dein Pokémon bei uns wohlfühlt. Wow, stylische Mütze. Naja. Mautz! Ich glaube, Mautzi sieht das anders. Deine Mutter scheint sich ja sehr darüber zu freuen, dass du ein Pokémon bekommst. Gut, dann machen wir uns auf die Socken. Ab nach Lili. Dort suchen wir den Inselkönig und besorgen dir dein erstes Pokémon. Na, dann wollen wir mal. Und auch hier die Grafik wunderschön gemacht. Das ist der Briefkasten aus der Demo. Das Zuhause von Alexis. Wir haben sogar eine Garage. Das Haus wirkt endlich mal nicht so, als würden Puppen drin wohnen. Also ich muss schon sagen, grafisch und auch von der vom Realistischen her haben sie extrem gut gearbeitet hier. Nur schon am Anfang. Also dann. Willkommen in Alola, einem wahren Paradies für Pokémon. Hier in Alola leben Menschen und Pokémon miteinander in Harmonie und helfen sich gegenseitig. Solange du ein Pokémon an deiner Seite hast, stehen dir in Alola alle Türen offen. Deshalb muss ich auch so schnell wie möglich dem Inselkönig vorstellen. Folge mir. Das Dorf Lili ist nicht weit von hier. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen richtig ausspricht. Wenn es wer weiß, schreibt es in die Kommis. Hallo! Du siehst aus, als würdest du dir Spaß machen, in Alola herumzulaufen. Na, das fängt schon gut an. Da bekomme ich auch gleich Lust auf einen ordentlichen Sprint. Wie ging dieses berühmte Lied nochmal? Den B-Knopf gedrückt, gesprintet wie verrückt. Ja, tolles Lied. Höre ich mir auch dauernd an. Hier sind Wuffels. Nee, nicht du. Lass mich in Ruhe, ich will das Wuffels hier sehen. Hi, Wuffels. Wuffel. Oh, wirklich toll. Ich bin ein Riesenfan von Pokémon, die sich in der Oberwelt hier quasi bewegen. Das ist immer ganz ein anderes Feeling, finde ich. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Inzwischen reicht ein Knopfdruck, um mit anderen Spielern Pokémon zu tauschen oder einen Pokémon-Kampf auszutragen. Ja, das stimmt schon. Auch hier die Büsche. Und habt ihr diesen Sternenhimmel da hinten gesehen? Ist das nicht absolut wunderschön? Diesen Wasserfall da links? Ah, ich glaube, ich werde die Alola-Region echt mögen. Es ist so schön gemacht hier. Naja, egal. Gehen wir mal weiter. Da ist Kukui. Und Alexis, wie gefällt es dir in Alola? Ja, klasse. Ist wirklich cool hier. Ah, das hört man gerne. Es freut mich, dass dir die Alola-Region bereits ans Herz gewachsen ist.
Und da haben wir auch gleich einen jungen Pokémon-Trainer aus Alola. Professor Kukui, Sie müssen unbedingt ganz bald wieder eine Attacke empfehlen. Ach was, in Wirklichkeit weißt du doch sicher schon, welche Attacke du einsetzen möchtest, oder? Komm doch wieder, sobald deine Pokémon eine neue Attacke gelernt hat. Dann kämpfen wir. Ja, einfach mal abwimmeln. Oh, das ist ein Pikachu. Da hinten liegt ein Item. Schau, du kannst dich mit Pokémon ins hohe Gras stürzen und dort versuchen, wilde Pokémon für dein Team zu fangen. Aber dafür brauchst du natürlich erst dein eigenes Pokémon. Und das haben wir natürlich noch nicht. Okay. Da sind noch mehr. Da ist Trump Junior und ein Alola Mauzi. Und Trainer lassen ihre geliebten Pokémon am liebsten gegeneinander im Kampf antreten, um zu sehen, wessen Team mehr drauf hat. Los jetzt, Mangunior! Mangu! Hey, du bist doch neu hergezogen, oder? Dann lass uns unbedingt mal einen aufregenden Pokémon-Kampf austragen. Siehst du? Nach der Pokémon lernt man hier im Handumdrehen neue Leute kennen. In Ordnung, dann wollen wir mal Lili... Lili legt jetzt direkt vor uns. Ach, das ist dieses kleine Dörfchen da. Okay, cool. Wirklich schön gemacht. Da wären wir auch schon. Das hier ist das wunderschöne Lili. Ja, das ist wirklich hübsch. Diesen Bäumen. Und genau hier wird auch der Schutzpatron von Mele Mele, Kapuriki, von allen verehrt. Ah ja. Nanu. Ich hatte doch gesagt, dass wir uns alle hier treffen. Vielleicht wartet er weiter hinten beim Mahalo-Bergpfad. Dort befindet sich nämlich die Ruine des Schutzpatrons Kapuriki. Alexis, bist du so gut und gehst den Inselkönig suchen? Ich bleib sicherheitshalber mal hier, damit wir uns nicht verpassen. Der Inselkönig sieht genauso aus, wie man ihn sich vorstellt. Wie der König der Insel halt. Eine bessere Beschreibung habe ich nicht. Hört ihr das im Hintergrund? Das war gerade ein Raupi. Ihr seht es auch unten schon, beziehungsweise von euch aus oben rechts. Der Touchscreen ist noch leer. Da ist noch nichts los. Mal gespannt, was wir dann bekommen. Was ist denn los mit dir? Warum bist du so dringend zu den Ruinen? Ja, das finden wir jetzt mal raus. Mahalo Bergpfad. Und ich glaube, das ist dieser Bereich aus der Demo, wo wir mit Tauros waren. Oder es sieht zumindest sehr, sehr ähnlich aus. Nur war damals hier noch alles vollgestellt mit Felsen. Bleib in der Tasche. Was, wenn dich jemand sieht? Okay. Was wohl in der Tasche ist? Ich hoffe, wir finden das gleich mal noch raus. Ich habe bisher nur dieses Gesicht gesehen und das sah spannend aus. Oh, Wasserfall, Hängebrücke. Oh, das ist ja süß. Oh, da kommt eine Horde Habitak. Oh, und die Piesacken, das arme kleine Pokémon. Das geht ja mal gar nicht. Mach was. Ey. Ja, ist alles okay? Ich brauche deine Hilfe. Wölkchen ist in Gefahr. Ah, das sehe ich. Pew! Dieser Habitat greifen Wölkchen an. Aber ich habe zu große Höhenangst, um ihm zu helfen. Mir schlottern euch die Knie.
Also müssen wir dem jetzt helfen. Okay, das geht gar nicht. Das erinnert mich auch so ein bisschen an die erste Pokémon-Folge, als Ash da das Pikachu bekommt und das Pikachu dann von den Habitzack gepiesackt wird. Und Ash ist dann auf seinem Fahrrad nach Hause fährt. Und es hat schon ein bisschen was. Oh, es wird immer besser. Ja, jetzt ist es definitiv Folge 1 von Pokémon. Oh, Wölkchen macht was. Oh, das war nicht sonderlich schlau. Die Habitats sind weg, wir aber auch. Oh, was ist das? Das ist... Na, wisst ihr es? Wer es nicht wissen will, jetzt mal kurz stumm schalten. Das hier ist der Schutzpatron von Mele Mele, Kapuriki. Cooles kleines Kerlchen. Was für ein Glück. Oh. Was hast du wieder deine Kraft eingesetzt? Du weißt doch, dass du das nicht tun sollst. Erinnerst du dich nicht mehr, wie sehr dich das beim letzten Mal geschwächt hat? Ich möchte nicht, Ich kann nicht mehr lesen, das ist furchtbar. Ich möchte das nicht wieder mit ansehen müssen. Sorry, Leute, das wird noch besser. Aber eigentlich müsste ich mich wohl bei dir entschuldigen. Damals hast du deine Kraft nur eingesetzt, um mich zu beschützen. Jetzt wäre ich an der Reihe gewesen, dich zu beschützen, aber ich war völlig hilflos. Piu! Was hast du? Oh, da glitzert was. Piu, piu! Ein... Oh, ein glitzernder Stein! Er fühlt sich ganz warm an. Oh, entschuldige. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Du hast uns sehr geholfen. Man kann hier einfach sagen, wer bist du, oder? Ja, aber doch, kann man. Oh. Ich bin hier super vorbereitet. Ich merke gerade, mein DS ist ja kein Strom mehr. Sorry, Jungs und Mädels. Das müssen wir kurz korrigieren. So. Nicht, dass uns hier mittendrin der DS ablegt. Dieser Stein, der gehört dir, oder? Du erhältst es einen Glitzerstein. Was ist in deiner Tasche verstaut? Bitte verrate niemandem etwas von Wölkchen. Du wirst mir einen großen Gefallen tun, wenn du das für dich behalten könntest. Komm, gib bitte wieder zurück in die Tasche. Piu! Das kleine Kerlchen ist süß. Also, ich möchte nicht, dass Wölkchen noch einmal etwas zustößt. Tut mir leid, dass ich dich so überfalle, aber könntest du uns wohl zum Dorfplatz begleiten? Ja, ich versuche hier ein bisschen Stimmenvielfalt reinzubringen. Ich hoffe, ich erinnere mich auch an alle Stimmen dann nachher noch. Wenn euch das gefällt, schreibt es in die Kommis. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt es auch rein. Dann schauen wir mal, wie wir das verbessern können. Ist mein erstes großes Let's Play hier. Macht das zum ersten Mal. Seid gnädig mit mir, aber bringt mir unbedingt eure Meinung mit in die Kommis. Damit wir das ein bisschen, anpassen können, wenn man was ist, was man verbessern kann. Ich bin sicher, das gibt's. Hey Alexis, den Inselkönig hast du nicht gefunden, wie es aussieht. Aber dafür hast du schon meine Assistentin kennengelernt. Schön. War jetzt nicht so toll. Ich stelle euch einander aber gerne auch noch richtig vor. Also, das hier ist meine Assistentin. Mein Name ist Lilly. Lilly, das ist Alexis. Sie ist ganz frisch nach Alola gezogen. Um genau zu sein, ist sie gestern erst hier angekommen. Wäre schön, wenn du ihr das eine oder andere zeigen könntest. Du bist also eine Bekannte von Professor Kukui? Freut mich, dich kennenzulernen. Ich hoffe, die hat nicht zu viel Text. Meine Stimme macht das nicht lange mit. Schaut nur, Halla, unser Inselkönig ist zurück. Der Mann, der vom Schutzpatron auserwählt wurde. Er ist in ganz Alola für sein Talent als Pokémon-Trainer bekannt. Kommt er auch schon. Der Mann in Gelb.
Was ist hier los? Habe ich irgendwas verpasst? Hallo, wo haben Sie denn bloß gesteckt? Ich bin meinen Pflichten als Inselkönig nachgekommen. Wenn es irgendwo auf Mele Mele Probleme gibt, ist es meine Aufgabe, sie zu lösen. Ich habe auf dem Weg hierher Kapuriki am Himmel gesehen. Gab es hier irgendwelche Vorfälle, während ich fort war, Lilly? Ja, ich wollte Ihnen gerade davon erzählen, Hala. Ein kleiner Freund wurde auf der Hexenbrücke von einigen Habitak angegriffen. Doch dieses Mädchen hier sind zur Hilfe geeilt. Aber dann ist die Hängebrücke plötzlich wieder mit beiden darauf eingebrochen. Um ein Haar werden sie in die Tiefe gestürzt, doch der Schutzpatron hat sie gerettet. Wow, unglaublich. Hut ab, Kapuriki ist zwar dem Namen nach unser Schutzpatron, aber es hilft nicht jedem. Du musst sein Herz bewegt haben. Kukui, diese junge Dame hat viel Mut und Fürsorge bewiesen. Das muss belohnt werden. Zum Dank bekommt sie ihr erstes eigenes Pokémon von mir. Im Gegenzug würde ich mir wünschen, dass sie den Pfad eines Pokémon-Trainers einschlägt. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Hala, der Inselkönig von Mele Mele. Willkommen in der Alola-Region. Kukui hat mir schon von dir erzählt. Es freut mich, dich kennenzulernen. Kommt, meine kleinen Pokémon. Ihr wollt sie sicher auch willkommen heißen. Ja, da sind sie, die Starter aus der Alola-Region. Und nur schon diese Sequenz hier ist einfach richtig, richtig cool gemacht. Hier hätten wir zuerst Bautz, ein Pokémon vom Typ Pflanze. Bahu, bahu. Als nächstes darf ich Flammiau vorstellen, ein Pokémon vom Typ Feuer. Miau. Und zu guter Letzt hätten wir hier noch Robball, ein Pokémon vom Typ Wasser. Na, das war jetzt furchtbar. Das kriegen wir besser hin. Welches Pokémon wählst du? Ja, was soll ich nehmen? Ich habe mich lange rumgequält mit der Entscheidung. Ich war eigentlich zuerst für Bautz. Aber wenn ich mir so überlege, was ich nachher noch ins Team nehmen möchte, finde ich eigentlich Flammiau viel cooler. Nichts gegen Robal. Robal ist auch cool. Aber ich mag Flammiau. Ich mag Katzen. Katzen sind cool. Also nehmen wir Flammiau. Fällt deine Wahl auf das Feuer-Pokémon Flammiau? Ja. Du hast dich für Flammiau entschieden. Miau. Es handelt sich allerdings erst um eine wahre Partnerschaft, eine Partner, den du dir ausgesucht hast, auch dich auserwählt. Ah ja. Flammiau darf entscheiden. Passt ja zu Katzen. Die machen ja immer, was sie wollen. Beziehungsweise sie machen das nicht, was sie nicht wollen. Dann wollen wir mal sehen, ob Flammiau dich als Partnerin anerkennt. Komm schon, Kätzchen. Hier, Mietz, 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 Mietz. Ja, komm schon. Flammiau schaut dich prüfend an. Oh, ist das nicht süß? Du hebst Flammiau liebevoll hoch. Ja. Eine coole Katze haben wir da. Das Feuer-Pokémon Flammiau zuckt mit der Nase. Ah ja. Süß. Oh, Flammiau hat dich als Partnerin akzeptiert. Jetzt, wo ihr euch gegenseitig auserwählt habt, seid ihr zwei für immer Freunde. Ja. Wird die Katze nicht immer so süß bleiben? Die braucht einen Spitznamen. Ich überlege gerade, wie könnte ich sie nennen? Es ist ein männliche, es ist ein Kater. Naja, dann würde ich sagen, benenne ich sie nach meinem Kater, beziehungsweise nach unserem Kater. Und da wir eigentlich nur Katzen haben und nur einen Kater, kriegt sie jetzt den Namen vom Kater, und zwar Bonzo. Also hier das Let's Play gibt euch auch ein bisschen Einblick in mein Privatleben, könnte man fast schon sagen. Flammiau also, ja? Piu! Warum bist du schon wieder so zappelig? Solange Hala und der Professor in der Nähe sind, bist du sicher. Aber das ist nur eine Ausnahme. Du musst immer brav in der Tasche bleiben, ja? Ich denke, du hast eine gute Wahl getroffen. Bitte pass immer auf dein Pokémon auf.
Klasse, Alexis. Ab heute kannst du dich Trainer nennen. Und zu diesem Anlass bekommst du von mir ein kleines Geschenk. Du erhältst den Pokédex. Woohoo! Nice. Der Pokédex ist ein ausgeklügeltes Gerät, das automatische Einträge für alle Pokémon erstellt, die du auf deiner Reise triffst. Dein neuer Partner Flamiao wurde bestimmt auch schon registriert. Wirf ruhig mal einen Blick drauf. Und was ist das? Und da habe ich noch einen Trainerpass für dich vorbereitet. Aber ich würde sagen, du solltest schnell nach Hause gehen und deiner Mutter deinen neuen Begleiter vorstellen. Meinst du nicht? Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Hause und wenn wir dann zu Hause angekommen sind, würde ich sagen, beenden wir den Part hier dann aber auch mal. Die ersten ein, zwei Parts ziehen sich immer ein bisschen. Ah, wobei, wir kriegen jetzt hier noch einen Kampf aufgedrückt, ha? Also, sorry für den Cliffhanger, aber das machen wir im nächsten Part. Ich danke mir ganz herzlich fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da, lasst euer Feedback in den Kommentaren. Ich freue mich riesig darauf zu lesen, wie es euch gefallen hat, was man vielleicht noch verbessern könnte. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Der kommt gleich heute Nachmittag. Bleibt also auf dem Kanal ein bisschen. Haltet die Augen offen und schaut vielleicht auf Twitter vorbei. Da seht ihr dann auch, wann der Part online kommt. Ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch. Bis dahin und ciao, Leute!